So, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge NS19 mit dem Marc. Heute am Mittwoch, wenn mich nicht alles täuscht. Es geht weiter. Mann, was ist denn los? Ich will dann einfach einen rückwärts da dran fahren. So, heute ist Mittwoch. Ich krieg heute nichts fertig. Die gehen mir alle heute Abend wieder tierisch auf die Nüsse. Echt, ey, kann nicht sein. Schaffst nix, kriegst nix fertig. Ich glaube, wir sind zu nah dran, oder? Ne, geht gerade noch so. So. Da rollt auch. Da tut's auch, der ist nur voll. Da tut's da wieder nicht, sie hat schon kommen. Yes. So, das rollt auch, das rollt auch, das rollt auch, auch, auch. Bin ich aber gleich gespannt auf den, das tut's auch noch. Wie viele Touren soll der denn fahren? Achso, jetzt kann ich die Grastour nicht fahren, weil Stroh voll ist wahrscheinlich. Oh, ich kann gar noch Fahrer entlassen. Stroh. Braucht der Schweinestall nicht noch Stroh? Stroh. Nehmen wir das doch. Oh, boah. Der Stall kommt jetzt angeschossen. Praktisch könnten wir auch den Rinderstall komplett versorgen. Ist nur die Frage, wo muss ich abkippen? War das hier oder war das daneben? Ah, hier war das doch. Steht natürlich jetzt der Dingens da ein bisschen dumm, aber kann es auch nicht ändern. Geht auch nicht mal alles rein. Schön. Kann ich ja hier alles rauslöschen, weil dann macht es ja noch mehr Sinn, wenn ich das die eine Tour da eben selber fahre. Ach man. Schließen. So. 2 Minuten 25. Was wollte ich machen? Gras wollte ich laden, danke. Perfekt, Gras. Also kippen wir da einmal Gras rein, zweimal Gras rein, weiß ich noch gar nicht. Müssen wir mal gucken. So viel Vital passt. Jetzt will ich mal gucken, ob ich zwei Folgen auch mal am Stück hinkriege. Ich dachte, das geht jetzt hier. Mich nicht einfach alle in Ruhe lassen. Ich habe Urlaub. Lasst mich doch mit euren Problemen einfach in Ruhe. Ich kümmere mich auch nicht um alles, ganz ehrlich. Oh. Nie da, aber schreiben. Immer gut. Kriegen die einen oder zwei? Einen. Höchstens einen, ja. Es fehlt nur Wasser. Was fehlt denn hier? Säuerbohnen kommen vom Feld, Mais haben wir nicht, Stroh ist voll, Kartoffeln, Zuckerrüben könnten wir noch eben ein bisschen fahren. Holen wir nochmal nur Zuckerrüben. Dann holen wir nur mal einen Sattel Zuckerrüben. Weil davon müssten wir noch was da haben. Meine ich. Dünger, Mist, Kalk, Schall. Zuckerrüben sind weiter vorne garantiert. Kalk, Schall, Mist, Dünger, Stroh, Holz, Kalk, Schall. Zuckerrohr, Zuckerrüben.
Machen wir den Follow, machen wir voll und den Rest bringen wir zurück, oder? Ja, machen wir. Wahrscheinlich brauchen die eh nicht viel, aber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CP fahren rein. 8 CP fahren, das müsst ihr euch mal überlegen. 8 Leute fahren für mich gerade hier. Das ist meine Wenigkeit. Das ist schon eine Menge. Fährt der Johnny eigentlich noch? Ja, der Johnny fährt weiter. Oh, kein Problem. Ja, lass ihn mitfahren. Oder? Ja, 7.10 fährt weiter. Naja, ist nicht mein Problem. Was wollte ich jetzt machen? Der muss auf jeden Fall hier weg. Hinstellen wir jetzt erstmal unter, weil ich glaube nicht, dass wir den jetzt noch brauchen. Überlegst, dass hier jetzt schon achtmal, also die Halle ist schon fast voll. Mit LKWs und Aufliegern alleine. Warum fährt der Affe weiter? Warum? Fahr doch erstmal einen schönen Kreis. Machst du ja sonst auch ganz gerne. Ich will die 63er-Version wieder haben. Die ist 50.000 mal geiler. Nein, du wartest jetzt, bis wir da fertig sind. Mein Gott. Kann doch nicht so schwer sein. Jetzt kann der auch rückwärts fahren, komisch. Fahren jetzt mal so hoch. Ah, der steht da vorne. Hat der einen größeren Tank als der Klaas? Ne, Arbeitspreis und einen größeren Tank. Das ist, dass die Dreschers nicht anpassen können, wie weit die schmeißen können. Ganz ehrlich, diese Mini-Radius, das ist ja nix. Das sind 6 Meter. Nicht mal wahrscheinlich. Gucken, wo mein 7R gerade hier rumheizt. Aber der fährt ganz genüsslich weiter. War kein Problem. Ich
Ist ja auch schon fast fertig gewesen. So dumm. So, wir zumindest holen wir jetzt erstmal im Nachschub, dass wir was haben. Dann gucken wir mal, dass wir den jetzt immer mal wieder da rausziehen. Ich hätte doch ganz gerne, also wenn einer von euch die Cosplay-Version 6.02.000063 hat, der sollte mich mal anschreiben. Ich hätte die ganz gerne. Ich würde die nehmen. Weil... Mal gucken, weil die 4er-Version, also die 64er, die ist schon besser als die 65er, keine Frage. Aber die 63er, meine ich, ist immer noch die bessere. Weil, Problem ist halt, zwischen dem Update liegen ja, wenn es Glück läuft, wenn es schlecht läuft, du hast zwei Wochen, eine Woche. Und in dieser einen Woche haben wir arbeiten wir im Endeffekt nicht einmal alle Funktionen ab, die wir haben. Also einmal zubringen, einmal Kühler ausbringen, Gärreste abfahren, MySex und so, das machen wir halt alles nicht in einer Woche, sondern halt, wenn es gut läuft, in einem Monat, wenn derzeit 12 CP-Versionen da durch sind. Hat man vielleicht gar nicht gemerkt, dass vielleicht die schlechte und die gute Version, dass da vielleicht zwei Versionen zwischenlegen, so in etwa. Das ist ja im Endeffekt dann der Unterschied und der springende Punkt. Naja, da müssen wir halt dann mal gucken, wie es läuft. So. Muss gleich mal gucken, wo der Hebel aufgehört hat. Beziehungsweise sieht man das ja eigentlich ja schon, oder? Mal gucken. Aber hier ist er gewesen. Dann müsstet ihr eigentlich bis da oben wohl geschafft haben. Denke ich mal. Sie ist jetzt aber auch nicht so geil. Stein hat das auf jeden Fall geschafft. Hier runter auch noch. Bis hier. Weil ich will ja doch ganz gerne eigentlich, dass er stehen bleibt, wenn er leer ist. Weil kann man, dann bleibt er entweder stehen, dann kann man einfach mit dem LKW hinfahren. Wieder nachfüllen, dann muss man auch gut sein, eigentlich. Ist der dumm? Oh, der ist einfach nur dumm, 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 dumm. Ich entschuldige mich schon wieder dafür, aber ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Wie viel hat der denn drin hier? Zack, Schnitzel. 14%. Wir oben mal drauf hüpfen. Ah, hinter weg. Hallo.
halten uns das mal im Zirvit gefällt. Ich bedanke mich, halt, bleibt da stehen. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Weitere Folgen auf Geschirrmarsch. Ja, wieder mit dem Festhalt-Simulator 2020. Ich hoffe ja mal, dass wir das vielleicht noch ein bisschen in den Griff kriegen. Vielleicht finde ich ja dann nochmal die Ultra-CP-Version, aber das müssen wir halt dann machen, wenn es soweit ist. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.